So, meine lieben Leute, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ab Plux Tale. Wir befinden uns ganz tief unten im Tempel und ja, haben das hier entdeckt. Tja, genau. Sind wir aber. Und schauen uns die ganze Scheiße mal an hier unten. So, da liegt irgendwie einer, grinst ein bisschen. Wir machen erstmal ein bisschen Feuer, würde ich sagen. So, ein kleines Rätsel, wie man sieht. Aber wir haben auch richtig viel Feuer gemacht gerade. Also die kommen uns einfach nicht so nah. Jetzt ist die Frage. Moment, diese Feuer, die Schienen. Sie bauten das alles, um sie in Schach zu halten. Was? Ja, machen wir den Weg frei. Wenn du meinst, womit fangen wir an? Pass mal auf. Was genau wir da machen können, weiß ich gar nicht. Bis jetzt nicht. Diese Feuerwecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut, mal sehen. Okay. Wollen wir das auch benutzen hier? Dann ziehen wir uns auch mal ran. Kommt her! Was für eine genaue Funktion ist, das weiß ich noch nicht. Am anderen Ende des Landes? Ein Zufall nehme ich an. Nein, die Makula verbindet alles. Alles klar. Fertig. Dann dürften wir gerne mal mitmachen, wenn wir wollen. So, und da drüben war dann auch einer, oder nicht? Links. Geht's dir, Hugo? Ich hab Angst. Verständlich, aber alles wird gut. So. Jetzt haben wir sie ja, die unser Licht führen kann. Aber da ist auch noch irgendwas da drüben. Ich kann es aber nicht sehen. Okay, dann aber zur Kiste gehen da hinten. Sophia, warne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! So, gehen wir da rüber. Gebockt. Dann schieben wir das einmal kurz hier rüber. Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Aber nur zur Kiste ja. Hinkommen, dann können wir das gleich in die andere Richtung schieben. Irgendein Rätsel dahinter wahrscheinlich. So, geh mal weg da, ihr blöden Rattenknochen. Ich freue mich, dass sie drin ist. Okay. Das ist nicht so viel, aber egal. So, ziehen wir zurück hier. Doch ziehen oder kannst du schieben? Ja, los. So. Kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Genau. Wir müssen einen Weg haben, wahrscheinlich da durch. Also durch den. Hey, Hugo, weißt du eigentlich, wie oft die Ratten versucht haben, uns zu kriegen? Ja. Oft. Und wir haben sie immer überlistet. Das haben wir. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz genau. Hier können wir nicht durch, okay, wir sind die Schienen kaputt. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich sehe mal nach. Ist da nicht so ein griechisches Feuer dahinter? Das ist falsch gesehen. So, kannst du das wirklich zu... Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Ach so, das können wir nicht, okay. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Da geht's nicht hier weiter. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Okay, lass uns den da von da drüben nehmen, vielleicht. Ach, ihr zwei. Ach guck mal, die Ratten hier, wie so ein kleiner Tornado. So, wir müssen da rüber, glaube ich, und da drüben das machen. Bleibt bloß alle im Licht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir. Mal schieben hier. Sophia, warne uns den Weg. Bleibt in Nein, meiner Nähe. Lass es. Na gut. Wie geht's dir, Hugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, kurz aufhören. Wir sind fast da.
Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen das tun. Ja, werd nicht wütend. Bin ich nicht. Nur... traurig. Bitte nicht. So, von der Seite. Drüben ist aber auch eine Kiste, wir kommen ja nie ran, ich denke mal. Überhaupt, wir kommen ja nicht ran. Obwohl, man kann die, glaube ich, hier gleich rüberschieben von hier. Oh, da sind wir doch die Sachen aus der Kiste da. Brauchen wir nicht, vielleicht gar nicht unbedingt, aber. Würde schon Sinn machen. Obwohl, wie geht's denn weiter? Wie sollen wir uns die Sachen denn holen, wenn... Ja, okay, gibt nur eine Möglichkeit, ne? Nein, 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 wir schaffen! Okay, müssen wir so machen. Jetzt raus! Du bist nicht tot. Ich wollte gerade sagen. Wäre jetzt dumm gewesen, wenn sie gestorben wäre. Von der Seite. Was kommt das hier? Gespannt, was da drüben ist. Es gibt aber auch arsch viele Ratten, ne? Arsch viele Ratten. Voll geil, wie die weggehen, ne? Hier ist immer lustig gemacht, finde ich. Wir sind da. Geschafft. Endlich. Ja, komm. Gut gemacht. Ja, gehen wir weiter. Mehr Ordenswache. Warum ist hier so viel Licht, ist die Frage. Unfassbar, dass sie allein mit ihnen fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Was ist jetzt los? Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Kurz abgekackt, das Spiel. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Sterben wärst du nicht. Bitte, gib uns irgendwas. Ich hoffe mal, dass man den irgendwie retten kann, ne? Also. Oh. Zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ja. Okay, das sieht aus wie ein Rätsel, das Tor. Für mich zumindest. Was ihr davon haltet? Ich weiß, wie es ist. Allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden.
Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Ito. Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Das ist doch alles, was zählt. Okay, wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Na dann, öffnen wir das Tor. Gut. Ich sehe Hebel. Da hinten sehe ich noch so einen Hebel. Also. Du musst die bewirken. Da kommt etwas aus der Wand. Oh, das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. Oh, es hält. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Achso, warte. Sophia? Hilf mir bitte, Sophia. Wird erledigt. Dann machen wir das gleich, wenn das Ding durch ist, ne? Los, Hugo. Jetzt sind's durch. Aha, du kannst auch. Gut, gut. Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Ah, okay. Gut, gut. Also hier muss auf jeden Fall einer sein, der das Ding... Okay. Also nochmal. Ich brauche Hilfe, Sophia. Gerne. Schieb das mal rüber. Einer muss das Ding ja hier fixieren und festhalten. Das kann die Kuh ja gleich vielleicht machen. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar. Kriegt er das hin? Okay. Sie kann aufhören. Halt. Alles klar. Und du kommst mit mir mit hier? Sophia, kannst du das übernehmen? Wird erledigt. Ob wir sie gleich klar. Hier? Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Nein! Oh, das ist dumm von mir. Habe ich Hugo gerufen? Ah, ich wollte eigentlich Hugo rufen. Jetzt muss ich wieder drüben, natürlich wieder rübergehen. Und dann komm, Hugo, dann mach du den hier, dann mache ich den drüben nochmal. Das ist auch dumm von mir. Lass es sein. Gerne doch. So, komm, du mal mit. Den da? Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. So, jetzt müsste ich zu ihr sagen, soll aufhören? Lass es bleiben. So gut wie erledigt. Nee, warte mal. Das war ja dumm. Wir machen es anders. Ich ziehe das in hier. Das. Und sie kann gleich das da drüben machen. Genau. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Los, Hugo. Warum macht Hugo das denn jetzt? Würde sie dazu haben. Hä? Nein. Okay. Das überlasse ich dir, Hugo. Ach Mann. Okay, also irgendwie anders muss gemacht werden. Hä? Ich kann sie, aber wie kann ich sie denn nicht steuern? Thank you.
Warum kann keiner von den... Was da drüben jetzt machen? Scheiße. Ich mag es nicht, wenn du weg bist. Okay. Hilf mir bitte, Sophia. Wird erledigt. Sophia kann das ziehen. So, verstanden. Sophia kann auch links und rechts ziehen. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Ja. So, Hugo kann das Ding da machen. Du kannst aufhören. Alles klar. Das macht nur Hugo. Das heißt, sie muss auf jeden Fall das machen. Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie krass. Erledigt. Also sie kann dann nur diese Scheiße da machen. Kümmer dich drum, Hugo. Nein, das mache ich schon wieder die gleiche Scheiße wie gerade eben. Also wie dumm bin ich denn? So, Sophia, komm mit. Erledigt. Das überlasse ich dir, Hugo. Nein! Sophia ist auf dich gerne doch. Oh, das ist nur einmal falsch drückt, ne? Das wird doch mal. Lass es sein. Alles so, klar? Komm. Du musst jetzt das da nochmal machen. Ich brauche Hilfe, Sophia. Und dann drücke ich das selber hier. Kann ich jetzt nicht schon drehen, bevor ich das mache? Wahrscheinlich. Warte. Okay, dann machen wir das erstmal hier. Halt! So gut wie erledigt. Muss eigentlich anders funktionieren. Irgendwas habe ich übersehen. Geht auch noch was umdrehen. Ein Karren. Was macht der? Ich brauche Hilfe, um es offen zu halten. Achso, dann mach du das lieber. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Den Karren brauchen wir dafür irgendwas. So wie es gerade rüber klappt, ist natürlich nicht. Muss einen Nutzen haben. Zieh mir erst meinen Karren. Okay, das Ding haben wir hier. Hier ist auch irgendwas gewesen. Kann man vielleicht? Hilf mir bitte, Sophia. Wird erledigt. Geht das Ding auch hoch, wenn sie daran dreht? Ich weiß es nicht. Teste mal ganz kurz. Mal aufhören. Lass es bleiben. So. Also es muss da hinten durchgezogen werden, weil das Ziehen gezogen werden kann. Nur die Frage, wie man es macht. Also Sophia, kannst du das machen? Ich brauche Hilfe, Sophia. Alles klar. Vielleicht, ob das Gitter hochgeht, wenn sie daran zieht. Ja, okay. Bin mal gespannt. Erledigt. Jetzt die anderen. Aha. Lass mich nicht wieder allein. Lass es sein. Wird erledigt.
So, jetzt müsste ich doch eigentlich nur sagen, du machst Sophia den. Sophia ist auf dich Verlass. So gut wie und erledigt. Du drückst gleich den, da Hugo. Dann müssen wir das noch. Noch einen Karren gibt's ja auch nicht, ne? Doch, weil der. Wir testen es einmal so jetzt. Hugo, ich brauche deine Hilfe. Ja. Warten wir mal ab. So müsste es gehen. Du kannst aufhören. Gerne doch. So. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Ging ja auch mal gar nicht so schnell. Was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Hey. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Lieber. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. So, machen wir schon Licht hier. Oh. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Seit was ist das? Nicht gerade einladend. Wow. Sehen wir weiter. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.